Herzlich willkommen bei dem Podcast von Carsten Breckwold von der Mentoring Akademie. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht grundsätzlich um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Entwicklung, unternehmerisches Denken im Vertrieb und finanzielle Freiheit aufzubauen. Das sind Themen, die mich bewegen, und zu diesen Themen lade ich immer wieder interessante Gesprächspartner ein, die über ihr Herzensprojekt sprechen, die Dinge schon erlebt haben, die aus der Praxis heraus erzählen und ihr Wissen gerne mit uns teilen, damit ihr als Zuhörer einen Mehrwert habt. Ja, heute geht es um das Thema eigene Freiheit als Selbstständiger. Und ich habe einen Ansprechpartner gewinnen können für unseren Podcast heute, den Sven Lachmund. Hammer, weil er lebt Selbstständigkeit und er lebt dieses Thema Freiheit und nutzt das einfach, weil es Selbstständiger ist. Was ich immer wieder feststelle, viele Leute aus dem Angestelltenverhältnis sagen, boah, ich möchte raus aus meinem Angestelltenverhältnis und möchte in die Selbstständigkeit und ich möchte die Freiheit haben, weil sie immer denken, hey, alles ist frei, alles ist super. Aber die Arbeit, die damit verbunden ist, die wollen sie nicht haben, aber das Ergebnis wollen sie haben, die Freiheit, aber auch nicht die Verantwortung übernehmen. Aber jetzt denke ich mir, ist das einfach so, es gibt auch sehr viele tolle Seiten an der Selbstständigkeit, an der Freiheit, die damit hat und wo ich sage, hey, das lohnt sich wirklich, diesen Weg einzuschlagen. Mein heutiger Podcast-Partner Sven Lachmund hat eine eigene Marke aufgebaut, hat viele Startups geholfen, unterstützt, groß zu werden und ist seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten selbstständig, und das werdet ihr gleich merken, wenn ihr den Sven kennenlernt, hey, der sprüht vor Energie und sagt, Selbstständigkeit ist, ich sage einfach geil, oder Sven, habe ich das jetzt Verkehrtes gesagt? Stell dich mal ganz kurz vor, den lieben Hörern, lieber Sven. Ja, hallo, hier ist Sven Lachmund, Jahrgang 78 und ja, wie der Carsten schon gesagt hat, bin ich schon ein paar Jährchen mittlerweile hauptberuflich selbstständig, nämlich genau seit 2009. Und ja, es war nicht immer einfach. Also wer denkt, ja, ich mache mich selbstständig und gleich läuft alles, die muss ich leider enttäuschen, es ist viel Arbeit, viel Verzicht am Anfang, aber am Ende ist es einfach auf der Spitze eines Berges ist es halt einsam, weil da halt nur die hinkommen, die halt auch wirklich, die halt auch wirklich bis zum Schluss durchhalten. Ne? Ich sage auch immer, Erfolg ist ein Marathon und kein Sprint. Viele denken immer, ich gebe mal schnell Gas und mach mal ein bisschen und mach mal hier und da ein paar Monate und dann rollt der Rubel, ne, wie man das ja heute auch in den sozialen Medien immer wieder so zu sehen bekommt, dass es heißt, ja, Geld verdienen über Nacht, Millionär werden in 5 Wochen. Ich sage euch, alles Bullshit, weil ich habe selber erlebt, ich habe einige Höhen und Tiefen in meinem Leben erlebt, in meinem unternehmerischen Leben, wie auch in meinem privaten Leben. Und bin immer gewachsen. Und das ist, das glaube ich, das Entscheidende, weil man sagt ja auch so, ich bin übrigens ein Riesenfreund von Zitaten, der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist auch das, was viele nicht verstehen. Es geht nicht darum, auf ein Ziel und wenn man da ist, ist vorbei, sondern die Entwicklung dahin ist das Spannende. Ja, genau. Absolut. Und das ist ja auch so, wie ich immer sage, Erfolg bedeutet die Summe der vielen kleinen Schritte und in die richtige Richtung gehen. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich Gedanken macht, ja, wohin man geht, aber was ich feststelle, warum man macht, was ist mein Wieso? Wieso mache ich mich jetzt in diesem Falle selbstständig oder wieso bleibe ich im Angestelltenverhältnis? Da wieder ein Zitat, wenn das Warum klar ist, wenn du was hast, sprechen wir eigentlich per Sie oder per Du? Bei uns im Team, wir sind auch alle per Du, ich finde das einfach auch entspannter. Also, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach weißt, okay, das will ich machen, dafür brenne ich und dann aber auch wirklich brennen, nicht nur mal so, ja, mal gucken, wie es wird, sondern richtig brennen und ich brenne halt für Freiheit. Ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen, noch 11 Jahre, das heißt, ich weiß genau, wie es heißt, eingesperrt zu sein, beziehungsweise nicht reisen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine schlechte Kindheit hatten, um Gottes Willen, meine Familie, mein Umfeld hat alles dafür getan, dass es uns an nichts gefehlt hat. Wir kannten es ja auch nicht anders, ne? Also daher, aber wir haben extrem viel Liebe bekommen, wir haben Nächstenliebe erfahren, wie das ist, also wie man sich untereinander hilft als Gemeinschaft, als Community, wie es ja heute so schön heißt, und wie man sich gegenseitig unterstützt. Das war teilweise für mich schwierig in den Anfangszeiten meiner Selbstständigkeit, weil ich relativ schnell festgestellt habe, nämlich schon mit 6 Jahren,
dass ich anders ticke wie die anderen. Und das ist auch mein Lebensslogan, anders als andere, gemeinsam stark. Und anders als andere bedeutete zu DDR-Zeiten Gefahr. Stimmt. Lebensgefahr. Ja. Weil ein System, was nur darauf ausgerichtet ist, wie heute in China, wirklich zu funktionieren und dass jeder da drinnen funktioniert wie ein Urrädchen, das war nie mein Ansatz gewesen. Ich war schon immer, gibt es ja gerade so einen schönen Film, Systemsprenger. Ich war auch so ein Systemsprenger, weil ich habe die Dinge grundsätzlich anders gemacht wie andere das oder wie die Leute das von mir wollten. Und mein Vater hat relativ schnell festgestellt, dass das mit mir kein gutes Ende nehmen wird in diesem Regime, weil er selber auch politisch nicht engagiert war, also war nicht in der SED wie 99,9% der anderen, da war man gleich im Fokus gewesen, der Staatssicherheit. Und mein Vater wusste, wenn der Junge nicht in die richtige Form reinkommt, wird er später mal schwer haben. Vielleicht wird er das sogar mit seinem Leben bezahlen müssen, weil das haben ja einige, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben, die versucht haben, in die Freiheit zu flüchten, haben das mit ihrem Leben bezahlt. Und dementsprechend, ich habe mit 6 Jahren zu meiner Mama gesagt, hey Mama, wenn ich mal groß bin, da gehe ich zur Handelsmarine aufs Schiff, werde Koch, reise um die ganze Welt und bring dir von überall aus was mit. Das war mit 6 Jahren, da hat noch keiner an Wiedervereinigung, Mauerfall oder ähnliches nur im Ansatz gedacht und ich hatte schon solche Freiheitsgedanken. Also der Freiheitswille war bei mir schon immer drin und das ist mein großes Warum. Und um da wieder die Schleife zu bringen, wenn man ein Warum hat, für das man brennt, wirklich brennt und alles dafür tun wird, dann ist das wie absolut nebensächlich. Das kommt von ganz alleine. Ich wusste jahrelang nicht, was ist eigentlich meine Berufung. Viele suchen ja immer nach der Berufung. Ich habe die auch Jahre, ich habe sogar Coaching gemacht, ein 1-zu-1-Coaching zum Thema Berufung und habe dort festgestellt, naja, ist ganz spannend, aber ich habe mich damals noch nicht so wohl mit dem Gedanken gefühlt, weil ich gesagt habe, naja, nur das machen, naja, auch wenn das meine Berufung sein soll, nee, das hat sich nicht gut angefühlt. Und so habe ich das wieder losgelassen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Tipp, dass man Dinge loslässt. Wenn man verkrampft, nämlich an was dranbleibt, dann kommt die Lösung nicht. Das ist manchmal so, wie wenn man an einen Film denkt und denkt, Mensch, wie hieß denn der nochmal? Und überlegt und überlegt und sagt, es liegt mir auf der Zunge, aber ich krieg's nicht raus. Und dann lässt man mal gehen, geht mal in die Natur, macht irgendwas anderes und auf einmal, ah, zack, so hieß der. Genau. Und genauso ist es im Leben auch, wenn man die Sachen fließen lässt und loslässt, kommen die Lösungen meistens von allein. Und ich habe vor knapp 3 Jahren meine Berufung gefunden, die ich eigentlich schon seit 2004 lebe. Also echt spannend, dass ich da erst gesagt habe, ja genau das ist es. Das will ich eigentlich machen. Damit kann ich mein Ziel erreichen, nämlich frei und ortsunabhängig zu sein und finanziell frei zu werden und zu sein. Also ich bin schon finanziell frei, jetzt nicht mit einem Porsche vor der Tür und mit einer dicken Villa irgendwo in Miami oder so. Ich bin frei in dem, was ich tue, machen. Also ich kann jeden Tag selber bestimmen, ob ich arbeite, wie viel ich arbeite, mit wem ich arbeite, wo ich arbeite und was ich arbeite. Das ist für mich gelebte Unternehmerfreiheit. Denn das haben viele Unternehmer nämlich nicht. Sorry, Carsten, du musst mich bremsen. Ne? Nein, das ist auch okay. Das wusste ich schon, als wir gestartet haben, unser Vorgespräch, da war es so, dachte ich, boah, hey, da kommt richtig Energie und Input rüber, wo ich sage, das hätte ich schon lange am liebsten aufgenommen. Also unser Vorgespräch hätte ich schon aufgenommen, bloß da war es noch nicht so weit. Und wo ich sage, okay, den Teil machen wir gleich in den vertiefenden Teil mit rein, weil mir geht es auch darum, damit die Zuhörer einen Eindruck von dir kriegen. Und Freiheit ist ein wichtiges Thema und wie man auch Freiheit definiert. Finanzielle Freiheit habe ich für mich mal definiert. Ich habe immer 1 Euro mehr, als ich ausgebe. Sehr gut. Und dann bin ich frei. Und das ist halt wirklich für jeden. Aber das sind Dinge, die wir halt wirklich in den vertiefenden Teil gleich nochmal mit aufnehmen und weiterzugehen, weil das Konzept ist ja wirklich, komm, ihr kriegt jetzt einen Teaser und wenn ihr sagt, boah, ey, ich will noch mehr Infos von Sven, dann hört ihr euch später nächste Woche den zweiten Teil mit an, weil es geht um Freiheit für Selbstständige. Aber welchen Rat möchtest du den Leuten am Ende mitgeben, am Ende des Podcasts? So, das macht auf keinen Fall in eurem Leben. Oder so aus deiner Perspektive heraus. Oder was war dein größter Fehler, den du gemacht hast? Fehler gibt es nicht, Lernerfahrung. So rum. Richtig, genau. Ich sehe Fehler, Niederlagen als Teil des Prozesses, wo sich das Leben prüft, ob du wirklich bereit bist, das nächste Level zu erreichen. Und ich habe aus meinen schwersten Niederlagen das meiste gelernt.
teilweise erst im Nachhinein, weil das habe ich auch erst lernen dürfen. Dann bin ich auch einem meiner Coaches, Dino Alas, sehr, sehr, sehr dankbar. Übrigens auch mal ein interessanter Podcast, den ich auch dir empfehlen würde, mal in den Podcast reinzuholen. Und Tino hat mir damals gesagt, Sven, in jeder noch zu bescheidenen Situation, ich muss mir mal aufpassen, dass ich nicht, weil ich sehr offen und direkt damit bin, und manchmal fließt das so raus, also aus jeder bescheidenen Situation und ist sie noch so hart, gibt es irgendeinen kleinen Diamanten, irgendein kleines Nugget, ein kleiner Goldflake, der gut war daran. Und ja, den musst du finden und dann mit in Liebe mit der Situation abschließen. Und dann wird es viel leichter in deinem Leben werden. Weil ich war früher immer so ein sehr verbissener Mensch. Ich habe immer die Schuld bei anderen gesucht. Das ist übrigens ein Riesentipp. Sucht die Schuld immer bei euch. Denn wer Schuld abgibt, gibt Macht ab. Die Macht, was zu verändern. Und das ist auch ein großes Learning für mich. Das gebe ich auch noch als Tipp mit. Also ihr merkt, ich gebe sehr gerne Mehrwert und viel Mehrwert und viele Tipps aus meiner eigenen Erfahrung, nicht irgendwie aus Büchern gelesen, sondern wirklich Lebenserfahrung. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich weiß, wie viele Coaches da draußen unterwegs sind und aus irgendwelchen Büchern zitieren. Ich habe das wirklich hart erlebt. Ich habe die harte Schule des Unternehmertums und des Lebens gegangen. Mit meiner Frau übrigens gemeinsam, das ist übrigens auch ein wichtiger Tipp, involviert immer eure Partner in das, was ihr macht, und trefft gemeinsam Entscheidungen, sprecht darüber. Und wenn jemand Zweifel hat, dann einfach, einfach dann mit demjenigen wirklich die Zweifel aus dem Weg räumen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, ich sage immer zu meinen Teampartnern, wie dem Feind im eigenen Bett. Wenn der nicht weiß, was ihr macht, was ihr vorhabt, ist es immer blöd, weil der andere dann immer so sich außen vorgenommen fühlt. Ich habe mit meiner Frau seit über 20 Jahren, bin ich mit ihr zusammen. Ich sage immer, ist mein Jackpot in meinem Leben, weil was meine Frau mit mir alles erlebt hat und welche Hohen und Tiefen wir durchgegangen sind, das ist mehr wert wie jede Million auf dem Konto und unbezahlbar. Und es ist wirklich wichtig, dass der Partner zu einem steht. Ich habe eine schwere Jugend hinter mir. Stopp. Machen wir gleich im vertiefenden Teil. Nee, also nein. Ich komme nur von einem ins andere. Ich weiß, aber das ist ja auch das, warum ich immer sage, komm, das ist ja auch. Okay. Also super. Bei dem Podcast, den ich aufnehme für die Mentoring. Also der Tipp noch ganz kurz, der Tipp ist, hört nicht darauf, also macht euer Ding. Genau. Udo hat schon gesungen, macht dein Ding, macht euer Ding. Lasst euch von anderen, ich spreche immer ungern die Negation, aber ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also macht nicht das, was andere sagen. Wenn ihr damit konform seid, wenn ihr merkt, hey, mein Bauchgefühl sagt ja, let's do it. Das kann ich euch nur empfehlen, so habe ich es immer gemacht. Die Leute haben mich immer für verurteilt gesagt, oh Sven, du probierst doch jetzt schon die dritte Sache, das wird doch wieder nichts. Da habe ich gesagt, ist mir doch egal. Ich habe mein Ziel, ich habe mein Warum, lasst mich einfach in Frieden, bleibt weiter in eurem Hamsterrad kleben, ich möchte mehr vom Leben. Genau, darüber reden wir gleich. Macht euer Ding. Das ist also wirklich für den ersten Teil. Da reden wir gleich drüber. Da drehen wir intensiv rein. Und da werden wir Dinge erfahren. Das weiß ich. Das ist einfach der Hammer. Und ich bin absolut bei dir, weil ich auch Selbstständigkeiten aufgebaut habe und wieder geschlossen habe. Und die Learnings sind wahnsinnig hoch. Liebe Hörer, also wie gesagt, gleich nehmen wir den zweiten Teil auf den vertiefenden Teil. Und ihr merkt jetzt schon, das wird spannend. Und denkt immer dran, es gibt immer eine Lösung und Geld folgt dem Erfolg. Das ist etwas ganz, ganz wichtig. Kümmert euch um euren Erfolg. Sven sagt, macht euer Ding und der Rest, der kommt dann von alleine. Also lieber Sven, bist du gleich bereit für den zweiten Teil, den wir gleich aufnehmen? Sag ein positives Jo und dann haben wir es. Super, okay.